Wie ist das? Ihr werdet jetzt gerufen, Hilfe, mein Wein stirbt, schickt wen vorbei oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, liebe Hobby-Gourmets und Weintrinker, wir sind hier in Italien. Neben mir steht die Magdalena und wir unterhalten uns über eine ganz neue, sensationelle Methode, wie man besseren Wein und mehr bekommt. Erzähl doch mal, was macht ihr hier und was sehen wir hier auf den Bildern gleich? Ich arbeite zusammen mit Marco Simonit und der hat eine Rebschnittmethode entwickelt, welche darauf zielt, dass die Weinberge besser altern können. Und besser altern können, das bedeutet einfach, dass die Gesundheit erhalten wird, die Produktivität und auch die Qualität verbessert wird. Wir gehen in die Betriebe hin und arbeiten dort mit den Personen, die am Rebschnitt beteiligt sind. Und das sind in erster Linie wirklich die Arbeitskräfte. Wir arbeiten mit denen im Weinberg und zeigen denen, wie man es besser machen kann. Ich habe gehört, im Wein liegt die Wahrheit. Manchmal liegt im Rebstock dann, glaube ich, auch der Schimmelpilz oder so. Das hat ja auch was mit eurer Methode zu tun, dass man sowas vermeidet, dass die Gehölze sozusagen von irgendwelchen Parasiten oder Schimmelpilzen oder wie auch immer befallen werden, ja? Bei dieser Methode ist so, dass alles nur kleine Schnitte gemacht werden und die Schnittstellen sind eigentlich die Punkte, wo die Pilze, also Pilze, die Holzkrankheiten verursachen, eintreten können. Und durch kleine Schnitte kann man dieses Eintreten vermeiden und somit einfach die Gesundheit erhalten. Jetzt sagt sich der gemeine Weintrinker, was habe ich davon? Wird der Wein dadurch qualitativ besser oder ist einfach kann man den Literpreis senken, weil man einfach den Rebstock länger nutzen kann? Oder was bringt dem Endverbraucher das Ganze? Also die Rebe im Laufe des Alters bekommt ein besseres Gleichgewicht und natürlich steigert sich die Qualität der Trauben und damit auch des Weines. Wie sieht das aus? Das heißt, ist das ein Saisongeschäft? Das heißt, ihr seid 2 Monate am Arbeiten, den Rest wird Wein getrunken und geguckt, wie das Ergebnis ist? Oder wie muss man sich so den Jahresablauf vorstellen? Also es ist in einzelnen Betrieben ist es eine Saisonsarbeit, denn der Rebschnitt startet zum Teil im November, geht bis Ende März maximal. Es ist die Grünarbeit noch im Mai bis Mitte Juni zu erledigen. Es sind im Betrieb Mitarbeiter, die Vollzeit beschäftigt sind, aber es sind auch Personen, die für die Saison dann gerufen werden. Noch ganz kurz zur Biografie vom Weinpapst schlechthin. Wie ist er dazu gekommen oder wie hat sich das entwickelt? Macht er das seit ein paar Wochen jetzt erst oder ist das ein langer Prozess, dass er jetzt dahin gekommen ist, wo er jetzt heute steht? Das ist ein sehr langer Prozess, denn ich sag mal, die Entwicklung oder eine Pflanze, eine langjährige Pflanze, kann man nicht in einem Jahr verstehen. Und er ist durch seine Passion zum Zeichnen, ist er eigentlich zu dieser Arbeit gekommen. Er hat hinterfragt, was passiert in den Rebstöcken, die er abgezeichnet hat oder die er gezeichnet hat. Und dadurch ist dann also das Interesse, die Neugier, aus dieser Neugier hat sich dann diese Arbeit und haben sich diese Erkenntnisse entwickelt. Da hat er sich das Ganze ja von außen noch angeguckt. Jetzt ist er fleißig am Aufschneiden und Durchsägen. Und da kann man dann auch eindrucksvoll, glaube ich, irgendwo erkennen, wie es um den Wein bestellt ist. Ja? Was für Anzeichen gibt es denn da, wenn man so einen aufgeschnittenen Weinstock sieht? Also bei einem aufgeschnittenen Weinstock, da hat man auf der einen Seite helle Holzstellen, das ist das lebendige Holz, das funktionsfähige Holz. Es sind dunkle Stellen, das sind Eintrocknungen, die durch größere Schnittwunden entstanden sind. Und
als nächstes gibt es eben noch das ganz, die ganz hellen Stellen, die einfach vom Pilz befallene, vom Pilz befallenes, abgestorbenes Holz ist, morsches Holz. Also wie man hört, es ist nicht so einfach, sich bei Fleuroppen Rebstock zu kaufen und dann ein Weinberg zu gründen, sondern es hängt doch schon ein bisschen Fachwissen mit dabei. Und wer da also nicht weiterkommt, der kann sich dann tatkräftig bei euch Hilfe holen. Da würde ich sagen, besten Dank fürs Erste und zurück in den Weinkeller.